Wolfgang Schobel, der Pokal ist Geschichte. Es war knapper wie in der Liga. Was hat gefehlt heute für den Coup, eine Runde weiterzukommen gegen Frischauf? Ich denke, wichtig war einfach, dass wir dann mal zunächst das Spiel, das wir in der Liga hatten, dass wir uns anders präsentieren. Und es ist uns heute gelungen. Die Mannschaft hat wirklich über 60 Minuten das gezeigt, was wir im Vorfeld verlangt haben. Was gefehlt hat, ist so, dass man in den Phasen, wo Gömmingen vielleicht ins Wanken geraten konnte, einfach so zwei, drei Unkonzentriertheiten hatten und dann dadurch ihnen einfache Tore ermöglicht haben, egal ob das schon in der ersten Halbzeit mal war oder dann auch gegen Ende in der zweiten Halbzeit. Ja, und wenn man dann ein einfaches Tor machen kann, wenn man eigentlich so ein bisschen im Wanken ist, dann kriegt man wieder Selbstvertrauen und dann haben sie das dann über die restliche Zeit dann einfach auch gut und clever gespielt. Und wenn man dort vielleicht sie noch ein Stückchen länger in diese Phase hätten reinzwingen können, vielleicht wäre dann was möglich gewesen. Ja, ich denke, war heute nicht unbedingt das schönste Spiel, was man gesehen hat, aber ich glaube, hinten raus haben wir es dann kontrolliert. War eine kritische Phase drin, zweite Halbzeit, wo sie nochmal rangekommen sind, die Balinger, aber ich denke, unterm Strich verdient gewonnen. Ja, ich glaube, mehr als zwei Tore waren es dann, ne? Dann konntet ihr euch immer wieder ein paar Tore absetzen. Mimi Kraus dann auch mit 8 Toren, das sah alles gleich aus. Also jedes Tor, aber das kann er halt. Ja, der hat einen schnellen Abzug und ich denke, gut, Balingen war heute auch dezimiert. Ich denke, man hat es gesehen in der Abwehr auch. Da waren Leute drin gestanden, die es vielleicht so nicht jedes Wochenende gewohnt sind. Und das haben sie dann gemerkt. Mimi hat einen schnellen Arm. Ja, ich denke einfach, dass zum Ende uns die Kräfte ausgehen. Aufgrund unserer Wechselmöglichkeiten natürlich auch viele Ausfälle. Und dadurch sind natürlich in den letzten 10 Minuten, bringt man immer den Druck aus dem Rückraum oder im Gegenstoß und machen ein, zwei viele Fehler plus Fehlwürfe dazu. Und dann ist natürlich gegen so einen Gegner schwer. Ich denke, wir haben aber trotzdem, was wir uns vorgenommen haben, wollen wir ein deutlich besseres Spiel, engagierteres Spiel, mehr Leidenschaft spielen, wie das Spiel aus der Liga vor 2, 3 Wochen. Das haben wir, denke ich, gut gemacht und das müssen wir auch mitnehmen für das Spiel am Samstag. Das stimmt. Also es war natürlich viel, viel enger als im Hinspiel, wo wir wirklich, muss man sagen, Göppingen hat uns vorgeführt hier in der eigenen Halle und das ist uns heute nicht passiert. Göppingen hat einfach eine starke Bank, sie können gut durchwechseln und Banz waren heute 2, 3 Verletzte. Manuel Friedsch hat sich vor 2 Tagen verletzt, Olivier Onekas ist angeschlagen, Vasilakis, Sascha Ilic, Christoph Vogt, um nur einige zu nennen. Und das ist natürlich für unseren sowieso schon schmalen Kader sehr, sehr schwer. Und ich finde, trotzdem haben wir es heute sehr gut gemacht. Die Spieler, die aus der zweiten Mannschaft hochgekommen sind, haben es wirklich richtig gut gemacht. Und es hat nicht alles geklappt, aber wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht.